Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Wolfenstein 2. Beim letzten Mal haben wir hier in New Orleans aufgehört und unten ist ein etwas größerer Dude, der hier auf uns wartet. Mal schauen, ist die Kampfpistole durchgeladen? Jawohl. Ach stimmt, der greift von... Oh Mann, nicht nur von oben an. Okay, ich hoffe, ich bin hier gut in Deckung. Bin nicht mehr hier, Kumpel. Oh mein Gott. Und eine Granate ist just hier geblieben. Oh, ich liebe Inneneinrichtungen. Oh mein Gott, woher hat er das denn erahnt? Oh. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh Mann. Oh, okay, blöde Idee. Ganz, ganz blöde Idee. Ganz kurz, haben wir nicht ein Waffenverbesserungskit? Kann ich hier nicht noch irgendwas... Ha, verbessern? Ah, die Granate hätte ich verbessern müssen. Die Pistole ist eine Magnum, aber ob das so viel bringt? Die Kampfpistole hätte ich vielleicht verbessern können. Gut, war irgendwann abzusehen, dass es nichts wird gegen den Kerl. Okay, die Frage ist auch, kann man eventuell hier weiterkommen, ohne den Kampf auf sich zu nehmen? Oder muss man einfach? So, Rückstoß gibt's nicht mehr und drei Granaten auf einmal brauchen wir nicht unbedingt. Aha, Elektronik ausschalten, das könnte gut sein. Okay, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nein! Granatenkills. Hey, steh auf! Aber es war nicht er. Oh Gott. Okay, das wird jetzt wieder schwierig. Hey, hier gibt's gar keine neuen Waffen. Warum verarscht mich das Waffenrad so? Okay, kurz weg hier. Yes! Lester, wir stecken hier fest. Mussten aufs Dach des... Hey, Anja, wie heißt das Scheißding hier nochmal?
Wir sind auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Wir versuchen noch ein bisschen durchzuhalten, aber diese Typen kommen angeschossen wie Flitzekacke. Terror Billy? Okay, ganz, ganz kurz. Ihr könnt gerne von mir aus reden. Ich muss hier kurz abspeichern. Wir sind jetzt bei deinen Leuten auf dem Lakeview Apartment-Gebäude. Deine Mitfahrgelegenheit sollte sich beeilen. Lange halten wir hier nicht mehr durch. Hey, lahme Ente! Sind Sie auf der gottverdammten Kreuzfahrt? Das Regime reißt uns hier den Arsch auf! Fergus, verstanden. Tut mir leid, werden aufgehalten. Kümmern uns um das Problem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war krass. Notiz eines Kommandanten. Ja, verschiedene Zonen. Uiuiuiui, okay, schnell hier runter, oder? Ja. Kurz mal aufladen. Kanalisation. Ja, ich würde aber mal behaupten, dass die Kanalisation schon sehr, sehr lange nicht mehr in Betrieb ist, so wie es hier in der Stadt aussieht. Links unten schon wieder ein paar Items, die wir aufgehoben haben, die nicht so wirklich despawnen. Das fällt mir immer wieder auf. Vielleicht melde ich das mal. Und sag Hallöchen, Leute. Geiles Spiel, was ihr habt. Aber deswegen gibt es 10 Punkte Abzug. Nee, Quatsch. Wow. Wow. Okay, das hat mich jetzt überrascht. Es gab ein Szenario, wo ich auf Krokodile vorbereitet war. Anja, wenn wir schon untergehen, dann mit wehenden Fahnen. Grace, holen Sie uns jetzt hier raus. Es gab ein Szenario, wo ich auf Krokodile vorbereitet war, aber hier nicht. Ja, das führt natürlich jetzt dazu, dass man die ganze Zeit auf den Boden guckt. Hä, was denn? Was habe ich gemacht? Oh mein Gott. Meine Fresse, Chris. Das war knapp. Immer noch eine lahme Ente, aber die großartigste, die ich je gesehen habe. Fergus, Anja, helfen Sie allen an Bord zu kommen. BJ an eine der Bordkanonen und geben Sie Deckung. Blast das Regime wird sich sammeln und Ihren wieder an das Lakeview Apartment-Gebäude und ab ins U-Boot. Wir haben den Ausmerzer auf dem Radar. Er ist gleich hier. Los jetzt! Okay, es kam nicht wegen uns, dieser Alarm. Ich schieße sogar mit dem Schalldämpfer. Ich will eigentlich nur Rüstung haben, aber gut. Ich kann auch mit Waffenwechseln leben. Okay, ich verstehe nicht ganz, wo der Typ hier ist. Wow.
Mir gefällt die Straße. Ja, wobei wir haben keine Munition mehr. Schöne Enigma-Codes. Ich habe übrigens geschaut, es gibt 16 von diesen Typis. Ja, was war das denn für eine Kollisionsphysik? Es gibt 16 von den komischen Kommandanten da. Alle sind an Bord, aber wir können nicht weg. Die Schrauben stecken fest. Wir sind auf Grund gelaufen. Und der Ausmerzer kommt. Wenn wir dann noch hier sind, sind wir am Arsch. Oh-oh. Machen wir die Atomkanone bereit. Wovon reden Sie da, Fergus? Die Schockwelle der Atombombe schiebt das Boot vielleicht raus. Also, das ist der beschissenste Plan, den ich je gehört habe. Seth? Machen wir. Nun, für jede Aktion gibt es eine entsprechende Gegenreaktion. Blazkowicz, an die Atomkanone und auf maximale Distanz feuern. Ist hoffentlich weit genug weg, dass der Rumpf nicht reißt. Okay. Da bin ich mal gespannt. Huch, wer schießt denn hier noch? Okay, ich denke, ein passender Punkt, um nochmal zwischenzuspeichern. Auf geht's zur Hammerfaust. Sie müssen schießen, Blazkowicz. Jetzt! Verstanden. Der Ausmerzer hat uns wohl verloren. Nichts am Himmel zu sehen. Frau Engel kommandiert ihn jetzt und jagt damit Terroristen. Aber damals zog der Ausmerzer immer von Stadt zu Stadt. Zerschlug jeden Widerstand. Wer eine Revolte anzettelt, kann sicher sein, dass der Ausmerzer sie schneller beendet, als man gucken kann. Wenn die Revolution in Gang kommen soll, müssen wir das Ding vorher aus dem Weg schaffen. Dann starten wir einen Überfall. Erobern den Ausmerzer und nutzen ihn gegen das Regime. Den Ausmerzer bewacht ein automatisches Sicherheitssystem namens Odin. Hab's gesehen, als ich da war. Wir knacken das System, finden die Odin-Codes und schalten das Scheißding aus. Aber die Codes sind streng geheim. Nur der Generalstab hat Zugriff. Klingt wie eine typische Regime-Infiltration. Ich brech beim Generalstab ein und zieh mir die Daten von ihren Computermaschinen. Kein Problem. Bis auf die Tatsache, dass der Generalstab jetzt auf der scheiß Venus sitzt. Venus? Seitdem sie den Generalstab in Roswell mit einem Atomsprengkopf weggepustet haben, versucht das Regime wieder auf die Beine zu kommen. Also haben die den Generalstab auf einen anderen gottverdammten Planeten verlegt. Die hohen Tiere und streng geheimen Militärgeheimnisse sind jetzt in einer gesicherten Basis auf der Venus. Der Venus? Dahin werden sie es unter keinen Umständen schaffen, mein Bester. Egal, wie viele Waffen oder verdammte Leute sie haben. Diese Sicherheitsvorkehrungen können sie nicht umgehen. Ja? Nicht mit der Einstellung. Oder vielleicht? Ja, doch. In zwei Tagen findet das letzte Vorsprechen für die Rolle des berüchtigten Terroristen William Terror Billy Blazkowicz im Mondballon auf der Venus statt. Einer der vielversprechenden Schauspieler ist Jules Redfield, der sich hier einen Imbiss aus seiner Lieblingsmilchbar in seiner Heimatstadt gönnt. Was denken Sie denn, Anja? William und ich trinken mal einen Milchshake. Seine Papiere sind im Handschuhfach. Ja? Was ist mit ihm?
Gehört er zum Regime? Gehört er zum Regime? Weiß es nicht mal mehr. Wie sehe ich aus? Wie ein Walross. Koffer nicht vergessen. Also, du bist Jules Redfield, Schauspieler. Du reist zur Venus, um für die Rolle des William Joseph Blazkowicz vorzusprechen. Du wurdest eingeladen. Sicherheit sollte also minimal sein. Wird schon schief gehen. Herr Redfield? Herr Jules Redfield? Oh, ja, das bin ich. Ich bin Hade Lende, die Regisseurin. Tut mir leid wegen der langen Anreise, aber mein Produzent bevorzugt Sicherheit und dramatische Schauplätze. Kommen Sie. Mein Gepäck. Das wird Ihnen gebracht. Kommen Sie. Willkommen, willkommen zum Vorsprechen, Herr Redfield. Nachdem Sie jetzt alle hier sind, möchte ich Sie bitten, sich vorzubereiten. Da Sie frei vorsprechen müssen, sollten Sie sich Ihren Text einprägen, bevor der Produzent erscheint. Er ist recht aufbrausend. Achten Sie genau darauf, was Sie in seiner Gegenwart sagen und tun. Herr Redfield, ich muss betonen, dass es sehr wichtig ist, Ihren Text auswendig zu können. Das Drehbuch liegt auf Ihrem Stuhl. Ich bin gleich bei Ihnen. Ich muss meine Deckung wahren. Lieber kein Aufsehen erregen. Sollen die schauspielen, die es können. Okay, ganz kurz. Nee, Mann. Wir haben mich bei einer Mystery Show gesehen. Okay, ich darf mich doch hier umschauen. Hallo, Leute. Die Venus und so. Ja, aber schon komisch, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum die Venus? Warum nicht in L.A.? Also, ganz kurz. Jetzt sind wir in der Pause, jetzt, wo wir das hier lesen. Es kommt ein bisschen plötzlich, dass es einfach so heißt, ja, du musst zur Venus fliegen und bam, wir sind auf der Venus. Oh, also auf dem Planeten, nicht auf diese komische Erotikmesse und keine Ahnung was. Egal, aber Leute, wir sind auf einem anderen Planeten. Was ist denn jetzt los? Großer Fisch sein. Setzt alles in Bewegung. Oh mein Gott, was ist das denn? Der sieht so ein bisschen aus wie der Big Daddy aus Bioshock, nur deutlich größer. Meine Frage, liest sie eigentlich jemand diese ganzen Sachen, die ich immer durchscrolle? Sonst klicke ich sie sofort immer weg. Einfach in die Kommentare schreiben. Also pausiert jemand und liest sie dann, oder? Gut, machen wir weiter. Ich weiß nicht, ob ich die Rolle überhaupt will. Wie soll ich mir diesen Mist nur merken? Ich schreibe es mir auf. Natürlich. Plätze einnehmen, rasch! Mein Kanzler? Mein Kanzler! Heidelinde, komm Sie! Sehen Sie das? Fremde in meinem Büro. Würden Sie mir bitte verraten, wer in Gottes Namen die sind? Ja, es sind Schauspieler, mein Kanzler. Schauspieler? Ja, diese Männer wollen für die Rolle von William Joseph Blazkowicz vorsprechen. Es sind Schauspieler. Es tut mir leid, meine Nachricht hat Sie wohl nicht erreicht. Das konnten wir nicht finden. Keiner von denen sieht dem Keller auch nur ähnlich. Das kriegen wir mit Schminke hin, mein Kanzler. Oh ja, Schminke. Gut. Das ist magisch. Ja, magisch. Schauspieler. Geschulte der Kunst der Verkleidung und Täuschung. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh ja, mein Kanzler. Meine Kinder haben es auch gelesen. Es ist toll, Herr Heiler. Super toll. Herr Heiler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie mein Kanzler. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verräterischen Geist. Es tut mir so leid, mein Kanzler. Sind Sie denn ein Idiot?
Nein, mein Kanzler. Sind Sie ein verkleideter Schurke? Ein Verräter? Ein niederträchtiger Verräter? Nein, nein, mein Kanzler. Ich komme aus Arizona. Wölfe im Schafspelz. Konspirierende, lügende, niederträchtige Verräter. Ich erkenne sie schon von Weitem. Wenn Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie, dass ich die Wahrheit sehe. Und mit der Wahrheit auf seiner Seite hat man immer Erfolg. So konnte ich die Welt von all den Verrätern befreien. So konnte ich die missratenen Kommunisten erledigen. So konnte ich ihn vernichten. Oh, William. Oh, Joseph. Oh, Blaskowitz. Adelinde? Ein absolutes Meisterstück. Das Jahrhundertepos und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich investiert habe, damit jede Szene, jede Zeile, jede Silbe federfrei ist. Bravo, mein Kanzler, bravo. Gottes Willen. Mutter, mir ist so kalt. Weg! Weg. Die. Spiel die Szene. Adelinde! Sie auch! Ein kaltblütiger Terrorist? Das sind Sie! Was habe ich da geschrieben? Und sie, eine nette Frau. Ein Regiewurm oder ein Regenwurm. Ach so, ein Regenwurm. Ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Es ist, also das ist die Szene, ich habe schon gemerkt, dass es auf diese Szene hinausläuft, das ist die Szene, die im Deutschen sehr stark geschnitten wurde tatsächlich. Und das, obwohl es eigentlich nicht hätte sein müssen, glaube ich. Ich habe die Debatte mal so ein bisschen verfolgt. Hier mal ganz, ganz kurz off-topic. Ich muss euch ganz kurz aus der Atmosphäre reißen, aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sowas wie zum Beispiel die Symbole aus dem Dritten Reich, die sind in Deutschland gesetzlich untersagt, dass man sie in Spielen beispielsweise verwendet, es sei denn, es ist für einen, ich möchte da jetzt nichts Falsches paraphrasieren oder so, aber auf jeden Fall in einem lehrreichen Zweck dürfen sie eingebunden werden, aber Spiele haben ja im Moment noch einen sehr schweren kulturellen Stand, aber ihm zum Beispiel seinen Schnauzbart wegzunehmen oder diese gesamte Szene neu zu vertonen, denn das wurde tatsächlich so getan. Und er spricht, glaube ich, auf Englisch auch auf Deutsch. Insofern, man hätte einfach die englische Tonspur nehmen können und hätte sie vielleicht neu einsprechen können, weil die Stimme wirkt noch eindrucksvoller. Ich muss sagen, hier gefiel mir die Stimme zwar auch, aber in der englischen Version ist das Ganze sogar noch stärker. Ich könnte euch da definitiv nochmal empfehlen, euch die englische Variante anzuschauen, weil die ist noch ein Ticken besser. Und nichtsdestotrotz, die deutsche Version ist trotzdem ganz gut, aber wie gesagt, ich finde es sehr schade, dass hier dieser Schritt getan wurde. Ich kann es verstehen, dass das Vokabular ein bisschen geändert wird, dass er Herr Heiler heißt oder dass er mit mein Kanzler angesprochen wird, statt gewisse Pendants, die in der Realität benutzt wurden. Aber ja, andererseits muss ich auch sagen, ergänzend dazu, ich finde tatsächlich, dass seine Darstellung sehr interessant ist. Er wirkt
absolut psychopathisch. Er wirkt so verrückt, wie man ihn sich vorstellt, aufbrausend in Situationen und so weiter und so fort. Ich kenne, ich glaube, ihr kennt auch die Szene aus Inglourious Basterds mit nein. Das ist so ein bisschen das Bild, was man von ihm hat. Ich habe mich jetzt nicht mit seiner Person super lange beschäftigt, aber das fand ich trotzdem sehr gut umgesetzt. Und eine Sache fand ich sehr interessant in dieser Szene. Es gab eine kurze Situation, wo ich trotz dieser ganzen Verachtung ganz kurz Mitgefühl mit ihm hatte, nämlich als er sich übergeben hat und dann meinte, Mutter, mir ist so kalt. Und in dem Moment hatte ich ein bisschen Sympathie für ihn. So ein bisschen Empathie. Das kriegt man ja, wenn man eine gute Story schreibt oder gute Dialoge schreibt oder gute Szenen schreibt, ja irgendwie trotzdem hin. So ein bisschen wie Hans Lander in Inglourious Basterds mal wieder. Und trotzdem muss man sagen, direkt danach hat er sein wahres Gesicht wieder gezeigt. Und sie eine Regimehure. Sie Monster! Was haben Sie mit mir vor? Gut, das erste Wort ist ziemlich klar. Ich werde Sie vergewaltigen und töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Scheiße. Ich vernichte euch alle. Ich vernichte euch alle. Die Worte stimmten. Aber sie haben scheinbar nicht die geringste Ahnung von der Psyche eines Mannes wie William Joseph Blaskowitz. Wie können sie sein, was sie nicht verstehen? Sie spielen sie die Rolle. Füllen sie die Rolle. Ein kaltblütiger Terrorist, das sind sie. Und sie eine Regimehure. Sie Monster, was haben sie mit mir vor? Sie vergewaltigen und sie töten. Sie haben so viele Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wir werden wieder auferstehen. Und ich vernichte euch alle. Schon besser. Von dem könnten Sie was lernen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit, in die Psyche dieses Verrückten einzudringen. Dieser verdammten, wertlosen Person. Ich kannte ihn in- und auswendig. Deshalb konnte ich ihn aufhalten, fassen und richten. Mein Gott, habe ich Hunger. William Joseph Blaskowitz, aufgewachsen in Mesquite, Texas. Kind eines Verkäufers und einer Polin. Seine Mutter wurde von seinem Vater entlarvt. Sie starb in Gefangenschaft in New Mexico. Ganz kurz, hier mal eine Pause. Jetzt gefällt mir seine Stimme wiederum aber wieder nicht. Er hatte als Erwachsener immer noch den Intellekt eines Kindes. Wow. Wenn man ihn aufschneidet, wie wir es getan haben, findet man das Innere eines Verräters. Adelinde, übernehmen Sie. Ich bin müde. Aspiranten, wie Sie wissen, ist diese Rolle sehr actionlastig. William Joseph Blaskowitz war kein Mann des Wortes, er war ein Mann der Tat. Diese Szene spielt direkt vor der Szene, die Sie schon aufgeführt haben. Blaskowitz steht kurz davor, die Bombe zu legen, die Kinder im Waisenhaus tötet. Aber zuerst muss er den tapferen Wachsoldaten in einem brutalen Kampf erledigen. Herr Llewellyn Ewing? Llewellyn Ewing. Ja, fangen Sie an. Ja, er ist auch komplett als Witzfigur dargestellt. Trotzdem, die Stimme hätte ich beim Original behalten. Jeder von Ihnen improvisiert eine Kampfszene. Ist die Wache tot? Beenden Sie die Szene mit den Zeilen auf der Karte.
Auf die Plätze! Und bitte! Au! Stopp! Stopp! Ich blute! Mist! Ich brauche eine Pause! Text, bitte! Ich brauche einen Arzt! Text. Dein Mut hält einem Neandertaler wie mir nicht stand. Außerdem kann ich nur dreckig kämpfen. Und jetzt geht's euren Kindern an den Kragen eurer Zukunft. Das war schrecklich. Alter. Herr Redfield, bitte. Ihr Auftritt. Ist der tot? Herr Redfield, gehen Sie in den Kasten. Ja, nur zu gerne. Moin. Und bitte. Viel Glück. Sieh wichtig, Tour. Komm her. Ist das, was ihr wolltet? Habt ihr euch das vorgestellt? Regime-Wichser! Dann sollt ihr das auch kriegen! Wunderbar! Wunderbar! Hat sie das gesehen, Adelinde? Wie geboren für die Rolle! Er wird mein Blazkowicz! Mein Gott! Er ist mehr als perfekt! Ich helfe Ihnen beim Auspacken, Herr Redfield. Er wollte doch nur helfen. Alter. Okay, aber mal fernab von dieser ganzen... Hey, Scheißkanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Auswärtser. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Okay, Leute, also mal fernab davon... Oh, geil. Mal fernab von dieser ganzen Diskussion rund um das Thema Übersetzung und so weiter und so fort. Ich finde, die Szene war verdammt intensiv. Die war mega gut. Also, die gesamte Szene an sich... gefällt mir richtig gut. Ich finde es nur schade, dass die Stimmen nicht übernommen wurden aus dem Englischen, denn auch die sprechen Deutsch. Und ja, also der Wahnsinn von dem Typen, der wird bis zum Schluss durchgezogen. Sehr gut. Sehr, sehr cool, finde ich. Finde ich das. Also nicht die Tat an sich, aber dass es so umgesetzt wurde. Und ja, geile Szene. Okay, nächstes Mal machen wir an der Stelle weiter. Wir sind auf der Venus. Wir sind in der Nähe eines sehr, sehr berühmten, aber nicht allzu begehrenswerten Mannes. Und ja, mal gucken, was beim nächsten Mal passiert. Also, danke fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein.